Ja, Leute, da sind wir im nächsten Slavi-Part. Zusammen mit dem Soccer-Slaxi und dem Soccer-Slavil. Es geht mal wieder weiter, nach wieder 3 Wochen Pause oder so, keine Ahnung. Ja, Leute, wir sind aber auf dem Endspurt sozusagen, denn in diesem Part werden wir die letzten 2 Herzteile holen und dann geht's ab dem nächsten Part zum Grande Finale, wie man Le so sagt. Grand Slavi. Zum Grande Finale. Wir haben's bald. Es sind nur noch 2 Herzteile, die uns fehlen. Der Jan hat nochmal nachgeguckt, hat sich noch Übersicht verschafft und er hat das letzte Herzteil, wo wir im letzten Part so rumgerätselt haben, gefunden. Beziehungsweise glaubt er, dass es da sein könnte. Er ist sich ziemlich sicher. Ich sag nur, Ikana Canyon hinterm großen Wasserfall. Jetzt klingelt's bei einigen, hoffe ich. Das muss es sein, weil das ist echt ranz, das Herzteil, weil das kannst du nicht mal eben so zwischendurch holen, auch wenn du alles hast. Du musst eine gewisse Anzahl an Herzcontainern schon haben, damit du die letzte Tür aufkriegst. Das ist der Shit. Ja, man muss ja wirklich sagen, wir haben ja wirklich immer während des LPs, wenn wir was holen konnten, auf unseren Weg auch alles eingesammelt. Wenn wir was liegen gelassen haben, dann nur, weil wir erst später drangekommen sind. Genau. Und weil du an dieses letzte Herzteil halt erst ziemlich spät rankommst, gerät es halt einfach gerne in Vergessenheit. Ja, genau. So. Ja, das ist der letzte Quatschpart, wo wir noch groß quasseln können. Ach, danach fahre ich denn hin? Danach ist vorbei. Was ich jetzt hier nochmal erzählen wollte ist, das hatte ich euch ja gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche Sachen noch habt, die ihr stellen wollt, dann solltet ihr die jetzt langsam stellen, weil wir werden das Finale jetzt dieses Wochenende aufnehmen, haben wir uns vorgenommen. Wir ziehen es ziemlich zügig durch, ja. Und wir haben ja gesagt, es kommt dann später nochmal ein Bonuspart vom Jan, wie er den letzten Endboss als normaler Link besiegt, also ohne die Göttermaske. Oh Gott. Und in diesem Bonus-Part gehen wir nochmal zu allerletzt auf eure Kommentare ein. Also hier nochmal nur als Erinnerung reingeworfen, ist ja doch schon ein bisschen her, dass der letzte Part hochkam bei dir, Jan. Deswegen will ich da noch dran erinnern. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, jetzt ist die letzte Möglichkeit, unter die aktuellen Parts zu schreiben. Den Bonus-Part, den ziehen wir dann extra nochmal kurz ein bisschen hinaus, damit ihr noch Zeit habt zu reagieren, oder? Flaxi? Ja! Und was Flaxi sich noch mental darauf vorbereitet. Da ziehen wir euch nochmal ein bisschen über den Tisch, ja. So, aber dieses Wochenende wollen wir das eigentliche Abenteuer nun endlich zum Ende bringen. Wird auch langsam Zeit. Wir sitzen da jetzt wirklich fast ein Jahr dran. Ja, doch. Wir haben im September angefangen letzten Jahres. Gesundheit! September letzten Jahres begonnen und hiermit angefangen. Ich habe schon zum Slugsy gesagt, das ist wahrscheinlich das längste Together, was überhaupt jemals auf YouTube lief, ey. Ja, übel, ne? Wenn man den ganzen Minecraft-Let's Player außer Acht nimmt, was man nicht als Let's Play wirklich bezeichnen kann. So, höppelst du denn gerade hin? Fuck. Ich habe nicht genug... Ja. Du hast nicht genug Money, ne? Obwohl, mit ein bisschen Glück können wir da noch ein bisschen was zusammenstoppeln. Nicht genug, ich glaube, der will 10 Euro pro Bohne. Hat er nicht noch Büsche unten bei sich da? In seiner Höhle? In seiner Wunderhöhle? Vielleicht hast du da ja auch Glück. Also Geld ist ja eigentlich das kleinste Problem in der The Legend of Zelda Welt. Oh, bin ich dumm, Alter? Schon wieder falsch. Du bist nicht dumm, du bist nur anders. Lern lesen und schreiben. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Und wieder ein Wishes! Ich hab gedacht, ich kann hier auch in der Giftseuche rumrollen, so wie vorhin, aber nee. Nee, sieht ja nicht ein. Macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. So, ihr Amateure, lasst mich mal durch. Warum lebt Chewbacca da hinten mit irgendwelchen Evox? Das macht keinen Sinn! Hä? South Park, Digga. Die Chewbacca-Verteidigung. Okay. Du kennst die Folge doch. Ich hab's Schild kaputt gemacht. Sehr schön. Aber du kennst die, überleg mal. Ja, kann gut sein. Warte mal, war hier auf der Seite? Die haben wir da alt. War hier auf der Seite die Scheiße? Ich weiß es gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen, du suchst jetzt... Da, Geld. Nee, ich such das Loch, wo der Händler ist mit den Erbsen da. Ja, der müsste auf der Seite gewesen sein. Ja. Da oben sind die Plattformen. Der war unter den Plattformen direkt. Ja, also unter den ersten Plattformen, wo du draußen rauskommst. So. Ach Leute, das wird spannend. Wird Slavi den Mond noch aufhalten können? Wird die Welt danach für Slavi genauso sein, wie sie vorher war?
Ist Slavi in Wirklichkeit tot und der Sterbeprozess findet nun ein Ende? Übrigens, es macht wieder einen auf Dieb. Wer weiß, wer weiß. Das alles erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Let's Play Zelda Majora's Mask. Nur auf Zockersluxy. Ich hab Hunger. So, wir nehmen mal zur Sicherheit noch einen mit. Das sind ja die Geilsten, die während sie essen sagen, dass sie Hunger haben. Funktioniert die Vogelscheuchenpolka nach dem Reset nochmal? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja doch. Das wäre ziemlich Quatsch, wenn du noch mal vorher zu... Tatsache, die funktioniert nicht. Danke, Nintendo. Super. Die hat Slavi halt... Obwohl doch, es macht Sinn, weil die Vogelscheuche, du musst ja... Doch, die weiß Vogelscheuche mit der Vogelscheuche interagieren wegen dem Song. Ja, aber hauptsächlich kann man eine leeren Flaschen mit in der Zeit reisen, ne? Ja, die leeren Flaschen hast du ja als Item mit am Start. Aber ja, bei der Vogelscheuchenpolka handelt es sich ja um einen NPC, den du halt getroffen hast, aber woran sich der NPC nicht mehr erinnert. Achtung, Wishes. Der hört auf einmal ein Lied. Schlaumeier detected. Ja, ist doch so. Macht schon Sinn. Er wundert sich auf einmal, dass ein Lied spielt und denkt so, ja, warum spielt er jetzt einer mal einen Song? Ich gehe da mal nicht hin, weil ich kenne den ja nicht. Muss der vorher kennenlernen. Und den vorher noch zum Essen einladen. Genau. Und ins Kino gehen. Und ins Kino gehen. In den neuen Jurassic Park. Sonst geht da nichts. Ja. Guckst am Ende doch. Oh, mein Rücken juckt wieder. Nein. No, keiner will mit mir tanzen. Ach, nein. Ja. Digga, bald kommt Dirty Dancing, da wirst du eine Rolle drin haben. Das ist wieder ein Grund zum Grinsen. Oh, das groovt. Aha, ein heißer Beat. Ne, das war OOT, glaube ich. Ich weiß. Nein. Guck, wie alt ist Luxi schon? Das jetzt bringt er schon hier die Spiele durcheinander. Das war Absicht, Alter. Digga, jetzt gehen wir erstmal zu Schloss Hyrule. Genau. Da ist das letzte Herzteil. Beim König. Beim König, den man nie sieht. Oh, der König. Der König. Warte, wo muss denn da jetzt hin? Schädel. Küste? Ja, Küste auf jeden Fall. Ja, hinten am Deich ist der letzte Herzteil. Bei den Sodas. So. Nachdem sie es mit der 3D-Version auf dem 3DS ja übelst verkackt haben. Haben sie? Ja, dass du als Sora nur irgendwie mit der Elektrofunzel schwimmen kannst oder so. Wie versimpelt wurde das denn bitte? Oder oh mein Gott! Wir wollen von den Leuten, dass sie zwei Tasten drücken und selber abschätzen, wann sie das Ding verwenden. Nein, ich glaube, du kannst nur springen oder nur schwimmen irgendwie, wenn deine Magieleiste voll ist. Ja, ich habe halt auch gehört, dass Majora's Mask 3D sehr vercasualisiert wurde. Ich hasse dieses Wort, weil es immer so negativ wirkt, aber das habe ich von manchen gehört auf YouTube, die da ein bisschen rumgezepert haben. Eine Güte, dann spielt er das Original. Auf dem N64. Sieht sowieso besser aus. Kommt immer noch besser auf einem großen Bildschirm zu spielen als auf so einem kleinen Ding, auch wenn der Bildschirm nur 4:3 ist. Bam! Vor allem muss man halt auch sagen, dass die Emulatoren die Grafik halt ultra krass nochmal verbessern, ne? Wenn ich mir Majora's Mask auf dem N64 nochmal angucke, da ist schon ein Unterschied zu der Room-Version hier. Naja. Ja, ich glaube, die ROM-Version, die basiert auch von OOT eigentlich auf den Grafiken von Master Quest. Was ja eigentlich niemals für ein N64 rauskam, aber wovon es halt N64-Modul gibt. Also eine ROM. Der war nice. Sondern ja. ROM. Es gibt wohl auch ein Modul, aber das ist halt so ein Fan-Modul. Ist so ein Fanboy, ja. Ist ein Fanboy, ist Fanboy, isn't. So, jetzt pflanzen wir hier mal so ein Eierchen. Düb, düb. Blödsinn. Genau so, Mann. Und flatsch. Weißt du musst natürlich erstmal schütteln, damit das Wasser rauskommt. Heute Gärtner und für den Slavi. Ist komisch. Klingt komisch, ist aber so. Blödsinn. So, die scheiß Blume hätte ja nicht noch eins weiterfliegen können. Nein. Schön.
Klar wie der Gärtner. Yeah! Mit so viel Gepäck und bin trotzdem müde. Alter, was? Ich verstehe mir genau das. Gehen mal hier nicht die Leute voll. Ich hab so viel geschlafen, aber bin trotzdem müde. Ey! Mach jetzt hier kein Wishes. So. 3 Teile haben wir, 1 fehlt noch. Und ja, dann geht's ab ins Mondlabyrinth. Jetzt wird's spannend. Ist es auch wirklich das letzte Herzteil? Gibt es Silent Hill wirklich? So ein Gag, den kannst du nicht checken, Jan, weil du nicht kennst. Ja, ja. Manche der Zuschauer checken ihn wahrscheinlich. Mal gucken. Mal gucken. So. Ich hab ein Ohrwurm. Den werde ich. Das ist natürlich hier hochinteressant. Ja, meine 5 Minuten sind vorbei. Sah gut aus. Kick. Hat aber nichts gebracht. Metallgeräusch an der Steinwand. Ich liebe Zelda, ja. Und. Ich hab gehört, du willst das neue Zelda EU Let's Play, sagt sie. Ein Scheiß. Willst du es dir angucken? Nö. Let's Play technisch zumindest. Ich glaub mal nicht, dass du dir dafür extra eine Wii U holen willst. Ganz bestimmt Mod. Wenn du Super Smash Bros. Spielen willst, spielst du es auf N64. Richtig, so sieht's aus. Das einzig wahre Super Smash Bros. 64. Ja, ich fand den GameCube-Teil am geilsten, muss ich echt zugeben. Der GameCube-Teil, der war perfekt, meiner Meinung nach. Der N64-Teil hatte noch so seine kleinen Krankheiten, weil es halt der erste war. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, Wush, es ist du. Es scheint, als hättest du den ruhelosen Geistern von Ikana nun den Frieden geschenkt. Komm her, ich zeig den richtigen Hasen. Außerhalb von Ikana jedoch. Gibt es noch immer ganze Schwärme von Geistern, deren Reue sie nicht ruhen lässt. Sammle 10 Nachtschwärmer, ja. Jene, die... Nee, das war mein Bruder. Jene in diesem Raum möchten dich noch einmal treffen. Sie warten schon auf dich. Gehe zu ihnen, wenn du willst. Ich bin mir sicher, sie würden dich willkommen heißen. Der mit seinem Ein-Auge-Pimmel da, ey, echt. Mit seinem scheiß Stock, Alter. Was für ein Sadomaso-Kerl hat man den denn befreit, ey? Meine Güte, ey. Slavi, was du hier durchmachen musst. What do you durchmachen muss? So, hier brauchen wir 4 Herzels. Oben erkennt man's, 4 Herzels haben wir gerade noch so. Wir kriegen wir gerade so noch hin. Randale! So. Blue, lass das sein! Wir kürzen die Kämpfe hier mal etwas ab. Wozu haben wir denn die Scheiße? Ja, jetzt hier, weißt du, da versucht man den Leuten immer beizubringen, dass es nicht auf die Länge Oh, angeht. Double Kill! Und du zeigst hier, worauf es ankommt. Aufs Feenschwert. Aufs Feenschwert. Ja, da ist eh nur ein Fuffi drin, von daher den schenken wir uns. Nein, wir machen doch aber 100%. Jetzt schreit gleich alle, ihr habt die Kiste da vergessen. Die Kiste Egal. Wurde vergessen. Die ist sowieso nachher wieder voll. Wenn wir die Zeit zurückdrehen. Och komm, Digga. Wir werden die Zeit jetzt auch, glaube ich, nur noch ein einziges Mal zurückdrehen, wenn der Part vorbei ist, ne? Ne, gar nicht, noch nicht mal, wir müssen vordrehen. Stimmt. Stimmt. Wir müssen nicht mehr die Zeit zurückdrehen in diesem LP. Schattimmt. Achtung, irgendwas fällt uns noch ein. Oh, der alte Sack, ja, ey. Alter. Geh endlich in Rente, Krufti. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß noch, wie der mit dem zweiten Tempel voll auf den Keks ging. Wie mir Sluxy auf den Keks gegangen ist im zweiten Tempel. Das weiß ich auch noch. Ja, wie du uns auf den Keks gegangen bist, das weiß ich auch noch. Penner Wishes. Spaß, die Sluxy. Oh, schön. Penner Wishes. Oh, der war Sidestep. Ich lache damit um. Schön. Da wirst du auf Eis gelegt, mein Freund. Das war's mit deiner Karriere. Los, Digga, mach den Frozen, let it go. Let it go, let it... Nee, let it go. Let it be... Nee, wie ging... Scheiße. Egal. Was denn? Es ist spät. Also, lass uns beiderseitig sexuell sein.
Wolltest du was? Also hier hätten wir schon ganze 6 Herzen benötigt. Wahnsinn. 6 Herzen braucht ihr. Ich weiß schon, wie der Bart heißt. Alter. Wie viel brauchen wir hier? Kannst du zählen? 2, 4, 6, 10, 12. Richtig? 10. Hallo. Ja, zählen kann nicht jeder, ja? Ja, ja, bis 10 zählen kann halt nicht jeder. Mal, dass, ne? Ich bin schon seit 7 Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. Manche können doch nur bis 12 zählen. Da verlernt man das Zählen nun mal, so ist das, ne? Sagst du nichts, machst du nichts. Wir werden übrigens, für die, die es noch nicht getrackt haben, die Gegner aus den einzelnen Tempeln nochmal wieder gespiegelt. Auch wenn ich es ein bisschen cooler gefunden hätte, wenn man die Bossgegner hier benutzt hätte in dem Dungeon, oder? Wäre geil, ich probiere mal hätte was Style aus. Style nochmal so zum Finale nochmal alle 4 Bosse platt zu machen. Schade, funktioniert nicht. Dann hätte schon Style. Du hast das auch schon damals probiert, so Digga. Es funktioniert nicht! Es funktioniert! Oder mach es so, ja, sonst hätte ich dir die Zora-Schuppe empfohlen. Zora-Scheiße, ich glaube, die brauche ich. Zora-Schuppe, jetzt fange ich damit auch schon an. Die ist doch Ocarina of Time, Mann. Du bist alt, ne? Spaß, ne? Meine Damen und Herren, heute im Ring den Jugoslawen gegen... Den Jugoslawen, den Joghurtslawen. Den Joghurtsklaven. Den Joghurtsklaven, den Jugoslawen. Den Joghurtslawi. Den Joghurtslawen. Der Jugoslawi gegen One Eyes. One Eyes, er sieht alles mit einem Kampf... Gegen One Eyes, ein Eis. Ja, One Eyes. Joghurtsklaven gegen One Eyes. Ach Gott, ist die Zora-Schuppe schwule. Ist ja unglaublich. Meine Güte. Meinst du echt, die treibst mit anderen männlichen Zora-Schuppen? Mindestens. Geh doch mal alle weg jetzt! Oder meinst du nicht, die ist auch Let It Be? Let It Be. Ich krieg hier gleich übelst den Rappel. Ich glaub, die Version, die du meinst, war dieses get it out, get a song out of my head. Alter, mach deinen Fuck! Auge zu, Spongoloid! Findest du den Bogen gerade homosexuell? Was? Ob du den Bogen gerade heterosexuell findest? Ja, total. Ja, wenn die Zora-Schuppe schwul ist? Ja. Ja. Dann macht man's mit dem Bogen, ne? Zack! Pisco. Geht doch! Wie lange denn wir drauf, Leute? Alter, kauf dir mal ein neues Auge, ey. Schau mir in die Augen. Sieht nicht mehr gesund aus. Ich schau mir ins Auge auf dich geworfen. Das war schlecht. Ich muss sogar nicht zugeben. Sind für meine Verhältnisse. Cool. Ja, ich hab dich im Auge. Let it be. Let it be. In diesem Augenblick haben wir ihn besiegt. Ja. Aber augenscheinlich sah es zuerst aus, als ob der Slavi das nicht packen würde. Das ist halt die große Täuschungstaktik, ne? Ja, ja. Aber nur augenscheinlich. Kurzen Augenblick nicht aufgepasst. Ja, ein Augenblick und dann hat man den ganzen Salat. Und dann machen alle große Augen, weißt du? Da haben wir es jetzt. Ja, schön. So, wie viele sind das Wishes? Ja, verkackt. 2, 8, das sind 21. Ich dachte, du kannst nur bis 12 zählen. Och. Kann ich auch nur, ich habe ab 12 geraten. Hoja! Ich sei ein Samurai King von ganz anderer Welt. Ich mache dich fertig, Jugoslawin. Ich habe die Kunst des Chin-Chin-Chinamans in mir. Aua. Brenn, du Bitch. Du bist jetzt meine Obel-Bitch. Zack. Okay, ich sterbe. Deine Bombe. Tschüss. Lücke, sterbe. Ich sag dir jetzt auch, was ist denn jetzt los? Kampf gestoppt. Sag sie ruhig. Okay, stell mir. Ja, Leute, da freue ich mich. Das ist einer der Gründe, warum ich dann jetzt schlussendlich. Du bist eine erstaunliche Person, Slavi. Es sieht so aus, als hättest du ihre Seelen in Frieden gebracht. Alter, what the fuck? Was? Egal, mach.
Vielleicht werde auch ich selbst bald verschwinden, aber auch nur vielleicht. Wir sehen uns in Winter. Hau halt ab! Nun denn, ne? Tschüss! Verpiss dich, Herzteil her, Arschloch. So! Bitches! Ja. Nimm das Herzteil, der Part ist vorbei und. Ich nehme das Herzteil an! Nehme das Herzteil an dich! Nehme das Herzteil an dich! Genau. Ihr müsst das Herzteil annehmen. Nehme das an. So, und dann würde ich sagen, Leute, da. Im nächsten Part fängt das Grande Finale an. Ja. Willst du noch rausgehen in diesem Part oder willst du hier schon? Ja, ich beam noch schnell in die Stadt. Beamen wir uns noch in der Stadt. Dann geht's dann auch sofort weiter. Ich denke mal, das Zeitvordrehen, das werden wir im Part machen, um ein bisschen Feeling aufzubauen. Denn wir werden jetzt gleich den dritten Tag provozieren. Ja. Tja, wir haben nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu sammeln. Jetzt bin ich hier noch ins Wasser gefallen, toll. Ich merke gerade, dass eine Ära zu Ende geht an. Ein Jahr Let's Play ist rum, ja. Ein Jahr Projekt, also ich glaube an deinem Final LP warst du so lange dran, ne? Ja. Siehst du mal, ne? Du bist genauso schlimm wie das Final LP. Dankeschön. Ja gut, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute, zum Grande Finale. Ich hoffe, ihr habt das nächste Mal, ihr baut euch dann ein hier so mit Snacks und so, ne? Ihr also, baut euch dann ein, ja, baut euch mal ein. Baut euch ein mit Snacks und mit Wundererbsen. So, tschüss. Alles klar, haut rein, tschüss.